Guten Tag und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Ich bin der André und darf euch heute hier diesen Audi Q5 aus Baujahr 2012 vorstellen. Der Kollege ist im 11. Monat 2012 das erstmalig zugelassen und hat deswegen auch schon den neuen Motor mit 177 PS verbaut. Der Grund des Videos ist eigentlich vielmehr der, dass wir euch den Zustand des Fahrzeugs ein Stück weit näher bringen wollen. Wir haben gerade unser Instagram-Video schon gemacht und sind dementsprechend schon mal einmal ringsrum. Und ich habe hier eigentlich nichts an Gebrauchsspuren gesehen, was der Laufleistung hier nicht entsprechen würde. Von daher machen wir es aber trotzdem gern nochmal. Der Kollege filmt nochmal rein. Sind auch viele Gimmicks mit verbaut, wie ein Keyless Go, Klimaautomatik, Sitzheizung, Navigation, Schaltwippen am Lenkrad, die abgesetzten weißen Nähte, den Logo-Print quasi im Sitz. Die elektrisch anklappbaren Spiegel sind auch beheizbar, also das Ganze mit Winterpaket. Ja, wen das jetzt genau interessiert, was alles drin ist, der schaut mal bitte unter das Video. Dort steht, hier geht es zum Inserat, dort werdet ihr zu Mobile weitergeleitet. Dort ist alles aufgelistet, das heißt, die Fahrgestellnummer wird abgefragt und die wichtigsten Sachen, die das Auto haben und können muss, stehen da drin, dass ihr es nochmal nachlesen könnt. Wenn der Link nicht mehr funktioniert, heißt das wahrscheinlich, dass das Auto verkauft ist. Ansonsten haben wir hier einen vernünftigen Pirelli-Reifen drauf, das Ganze in 20 Zoll. Wir haben eine elektrische Heckklappe mit doppeltem Ladeboden und die meisten, die ein SUV kaufen, brauchen meistens irgendwie eine abnehmbare oder eine Anhängerkupplung. In dem Fall könnt ihr die für einen Fahrradträger nutzen oder vielleicht für einen kleinen Anhänger, ist quasi hier schon mit dabei. Die Trittbretter, die hat der Vorbesitzer nachträglich mal dran gebaut. Das ist ein bisschen Geschmackssache, wem es nicht gefällt, der kann sie gern einfach wieder demontieren oder wir machen es für euch. Ist alles kein Problem. Könnt ihr im Prinzip mit uns absprechen. Ja, alles in allem denke ich, habt das Fahrzeug jetzt gesehen. Prinzipiell sind ja auch 30 Bilder noch zusätzlich im Internet mit drin, sodass ihr mal einen Eindruck vom Fahrzeug habt. Und wenn euch das zusagt, dann ruft an, kommt vorbei oder schreibt uns erstmal an, damit wir dann einen Termin vereinbaren können. Ihr könnt das Auto Probe fahren, ihr könnt ein Auto in Zahlung geben, ihr könnt eine Gebrauchtwagengarantie kriegen, ihr könnt eine Finanzierung rechnen, geht im Prinzip alles aus einer Hand bei uns hier im Haus. Dann danke erstmal fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao!